Hallo und herzlich willkommen im Wald, aber pst, ist der Wald von den Eidgenossen. Wenn die rausfinden, dass hier ein Dütscher in ihrem Wald hockt und auch noch Dinge auf Hochdeutsch erzählt, dann finden sie raus, dass es ein Dütscher ist, dann hockt der hier nicht lange, der Dütscher. Er hat also Angst. Aber kommen wir zum Thema. Thema ist diesmal wieder Gefahr im Wald. Und zwar, was man tun sollte, wenn man in eine Bewegungsjagd, genauer eine Drückjagd, machen wir jetzt mal exemplarisch, hineingeraten ist. So, wie funktioniert so eine Drückjagd? Naja, man hat hier eine Reihe Schützen. Ungefähr eine Reihe. Ne? Die können auch U-förmig aufgebaut sein. Ist im Grunde relativ schnurz. Jedenfalls hat man hier Schützen. Und hier hat man Treiber. Und die Treiber bewegen sich auf die Schützen zu. Und dabei treiben sie natürlich das ganze Wild vor sich her in Richtung der Schützen. Und das Wild bricht dann da eben entsprechend aus dem Walde hervor, in eben dem Bereich, in dem die Schützen hocken. Und dann macht es Peng, 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 Peng. Und im Idealfall hat man dann jede Menge erlegtes Wild. So weit, so gut. Mehr müssen wir darüber eigentlich gar nicht wissen. Ist eine gute Angelegenheit, um möglichst effizient zu jagen. Wird auch immer wieder regelmäßig, gerade eben auf Schwarzwild, gerne gemacht, weil davon gibt es genug. So, das Problem ist jetzt, so eine Drückjagd wird im Regelfall schön brav angekündigt, indem man zum Beispiel Schilder aufhängt, ne, nicht immer, aber im Regelfall sollte das so sein, oder den Wald vorher sperrt, entsprechend Absperrband an die normalen, üblichen Waldeingänge macht. Heißt, wer jetzt irgendeinen geheimen Waldeingang durch irgendein Flussbett hochschleichenderweise oder was nutzt, der wird natürlich nicht merken, dass der Wald aufgrund einer Drückjagd entsprechend gesperrt ist. Das ist dann halt möglicherweise ein Problem. Oder es wird eben darauf hingewiesen, dann und dann findet Drückjagd statt, mit oft auch gerne 14 Tagen Vorlauf. Diese Informationen in zum Beispiel einem sogenannten Gemeindeanzeiger. Im Fall von meinem Dörfchen nennt sich das Ding Kommunalecho. Und selbst hier in der Schweiz haben die wohl sowas. wie dem auch sei. Man kann sich meistens vorher informieren, wann so eine Drückjagd stattfindet und dann eben entsprechend zum fraglichen Zeitpunkt nicht unbedingt im Wald sein. Das ist meistens im Vormittag bis in den frühen Nachmittag rein und dann ist das ganze Spektakel wieder vorbei und der Wald ist wieder frei zugänglich und man kann sich da wunderbar wieder bewegen. Sollte es einem jetzt allerdings passieren, dass man zum Beispiel am Abend vorher in den Wald geht, nicht mitbekommt, dass am Abend der Wald gesperrt wird, mit Schildchen versehen, mit Absperrband versehen und so weiter und so fort, weil man schon mittendrin liegt, bekommt man ja dann natürlich nicht mit, ne? Und man wacht am nächsten Morgen auf und die Drückjagd ist schon in vollem Gange. Was nun tun? Naja, kommt es erstmal darauf an, wo wir uns befinden. Wenn die Jagd gerade nebendran stattfindet, dann sollten wir als schnellstmöglich unser Zeug eben zusammenpacken und versuchen, uns in entgegengesetzter Richtung von den Jagdgeräuschen eben entsprechend zu entfernen, ohne da möglichst irgendjemand auf den Keks zu gehen. Sollten wir tatsächlich mitten in die Drückjagd hineingeraten und die Treiber stolpern gerade noch über unseren Tarpaufbau, weil wir ja im Wald übernachtet haben, ja gut, dann werden sie uns schon sagen, was zu tun ist. Ist in dem Fall auch ein relativ simples Szenario. Wenn wir aber gerade realisieren, dass wir uns mitten in dieser sich annähernden Geschichte befinden und die Treiber kommen auf uns zu und wir rennen vor den Treibern weg in Richtungen, die die treiben, dann brechen wir zusammen mit dem Wild aus dem Wald auf die Lichtung, auf der geschossen werden soll und haben möglicherweise noch eben irgendwelche Tarnklamotten oder zumindest nicht gut sichtbare Klamotten an, dann kann das Böse enden. So, und deshalb sollte Schritt 1 sein, wenn wir realisieren, dass wir in eine Bewegungsjagd, sprich Drückjagd in diesem Fall, hineingeraten sind, dass wir uns erstmal gut sichtbare Klamotten anziehen. Was halt da ist, im Idealfall hat man im Rucksack einfach noch schnell eine kleine Kfz-Warnweste drin liegen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Möglichkeit, um sich da eben entsprechend erkennbar als Homo sapiens auszugeben. Ne? So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, nachdem wir das getan haben. Entweder wir gehen einfach wirklich auf die Treiber zu, nähern uns denen aktiv. Da rennt ein Eidgenosse im Hintergrund vorbei. Hoffentlich entdeckt er mich nicht. und wir nähern uns also den Treibern aktiv und sagen denen, was Sache ist und dass wir nicht stören wollen und hier leider reingeraten sind und fragen, was wir machen sollen. Das sagen die uns dann schon. Im Regelfall soll man einfach quasi in direkter Linie von den Treibern aus, also quasi in diese Richtung hier beim
gedachten, angezeigten Szenario einfach zurücklaufen und machen, dass wir aus dem Wald rauskommen. Auch vorstellbar wäre, dass die Treiber uns einfach mitnehmen hin zu den entsprechenden Bereichen, wo die sich dann aufhalten, nachdem das ganze Treiben vorbei ist, wo sie dann auch in Sicherheit sind und wir sind es dann logischerweise auch. Dann kriegen wir noch einiges vom Jagdbetrieb mit und lernen dabei auch noch was Hilfreiches, denke ich. Also das wäre vielleicht die angenehmste Situation für alle Beteiligten. Und dann wäre es natürlich auch noch möglich, dass man einfach versucht, die Treiber zu umgehen, weil man nicht so der kommunikative Typ ist und keinen Bock hat, da angeschnauzt zu werden, was schon recht realistisch ist, dass das passiert, dass sich die freuen, wenn wir da jetzt aufkreuzen. Davon braucht man nicht unbedingt ausgehen. Und in dem Fall würde sich auch wieder empfehlen, sich quasi in die gedachter, gerader Linie von den Treibern weg zu entfernen, sofern man da halt eben überhaupt ausmachen kann, wer sich da wo in welche Richtung dementsprechend bewegt. Wenn wir merken, okay, das ganze Rambazamba, also beziehungsweise da findet zwar ein Rambazamba statt im Wald, aber das ist noch ganz, 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 ganz weit weg, auch dann wäre natürlich die Methode der Wahl, die man da anwenden könnte, sich aus der entsprechenden Bereich möglichst zügig, möglichst geradlinig entsprechend zu entfernen, aber auch dabei dann lieber irgendein Kleidungsstück tragen, mit dem man gut zu sehen ist, damit ja nicht aus Versehen auf einen geschossen wird, falls dann noch irgendwie am Rande des ganzen Feldes, ne, also hier oben zum Beispiel oder hier unten noch so ein paar einzelne Jägerchen hocken, die halt quasi die Tiere, die ausbüchsen wollen, auch noch abfangen sollen, ne? Und wenn wir dann da entsprechend vorbeilaufen und nicht gut zu erkennen sind, auch da könnte potenziell ein Unfall passieren. Das ist alles nicht sehr realistisch, aber man weiß ja nie, ne? Also das wäre im Wesentlichen auch schon die übliche Herangehensweise an das Ganze. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass wir in so eine Drückjagd hineingeraten? Also in den meisten Jagdrevieren macht man derzeit so 2 bis 3 Drückjagden pro Jahr. Gehen wir also immer in den gleichen Wald, dann haben wir an 2 bis 3 Tagen im Jahr ungefähr eben die Chance, dass wir da tatsächlich von so einer Drückjagd überrascht werden, wenn wir uns dann nicht vorher regelmäßig informieren, wann denn die jetzt genau stattfinden und so weiter und so fort. Sie sind meistens vormittags, geht man erst nachmittags in den Wald und ist abends wieder zu Hause, dann kann einem quasi nichts passieren. Ja, bei Übernachtungen sieht die Sache natürlich nochmal anders aus. Und ja, also das Risiko ist nicht groß, aber wäre schon möglich, ne? Möglich wäre schon, deswegen vorher informieren und wenn ja, wenn da doch was ist, entsprechend schön sichtbar machen. Und dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren, ohne größere Komplikationen auszulösen. Ne? So, also mach es gut und viel Spaß. Wald. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Irgendwo kommen hier so viele Eidgenossen her. Ah, ich flüchte.